Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Zoo Tycoon 2 Let's Breeding oder sowas ähnliches. Zweite Staffel, Episode 2. In unserem letzten Part haben wir plötzlich 2 Jahre gewartet. Also wir hatten schon Jahr 2. Jetzt ist inzwischen Februar. Unsere Hirsche fühlen sich... Ja, fühlt sich nicht wohl. Fühlt das andere sich wohl? Warum fühlen die sich nicht wohl? Warum? Ha? Nö. Er hat nur Aggression gegenüber einem Artgenossen. Okay, dann kannst du hier deine Aggression loswerden und hier kannst du dein Salz lecken. Du mögst ja eigentlich Salz zu lecken, nicht wahr? So, ich habe nämlich in der Abwesenheit auch so ein kleines bisschen was verändert. Und zwar die Gnu-Gehege haben jetzt jeweils einen See erhalten. Das ist hier. Die haben jetzt einen See. Sie haben jetzt auch ein Dings. Ja, die Bäume mussten dafür dran glauben, leider. Aber die haben dann noch so einen Sonnenschirm. Unter dem Sonnenschirm fühlen die sich wohl. Die Gnus werde ich aber allerdings noch nicht zur Zucht freigeben. Allerdings warten wir jetzt schon seit über fast 20 Minuten. Und ich würde einfach mal sagen, wir versuchen einfach mal romantische Stimmung bei unseren Hirschen zu machen. Ach, ich höre schon auf damit. Aber bevor wir den breeden, setzen wir den hier rein. Das ist nämlich ein spezielles Gehege. Hier ist die sogenannte Paarungsbox. Dich nenne ich Weißhirsch. Eigentlich wollte ich erst den Nachfolgernamen geben, aber wenn man jetzt schon... Wenn man jetzt schon die Gelegenheit hat, dann können wir den Weißhirsch nennen. Und die nennen wir... wie nennen wir die? Elmar! Elmar wird Mama werden. Ich hoffe, das wird jetzt auch so. Aber so wie es aussieht, besteht hier durch kein Interesse erstmal. Ich hoffe, die meckert jetzt auch nicht rum, wenn sie in die Savanne rumtritt. Ich habe es extra so eingerichtet, dass sie sich in bisher in diversen Gebieten fortbewegen können, so wie sie es eigentlich wollen. Ich glaube, das hier wird erstmal ihr Zuhause sein. Zumindest bis das Weibchen trächtig ist. Allerdings sieht man bei Säugetieren hier gerade, das ist nicht genug vom Guten gewesen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, machen wir einfach mal mit dem Bau weiter und sehen zu, bis sie trächtig ist, wie es sich jetzt gestaltet. Wir haben auf jeden Fall damit schon jetzt den ersten Zuchtpartner auserkoren. Es soll dieser weiße Hirsch sein. Vielleicht machen die ja ein schönes Kind dabei. Sie dreht sich um. Ich glaube. Eigentlich wollte ich gerade weitermachen, bis die es machen, aber jetzt machen sie es doch. Ich hasse diesen Ruf. Wenn ich etwas bei den Karibus von Zoo Tycoon gehasst habe, was sich auch hier bei den Hirschen übertragen hat, dann ist es definitiv dieser Paarungsruf vom männlichen Hirsch. Der hört sich ein bisschen an, als hätte jemand da reingestöhnt. Ohne Scheiß. Besser kann ich das nicht beschreiben. Und wie erwartet, ist es beim ersten Mal fehlgeschlagen, weil die Hirsche, die müssen ja auch erst einmal sich aneinander gewöhnen. Und das Weibchen muss auch erstmal in der richtigen Laune kommen. Das ist jetzt sozusagen so eine, ich mach dich jetzt zum Partner-Dings gewesen. Anders werden die Zuchten hier nicht laufen.
Und jetzt können wir wirklich ein bisschen warten. Während die Hirsche hier an diesen Zuchtdingsbums rumlaufen, können wir sicher noch irgendwo Tiere machen, welche man hier so machen kann, so dass sie ebenfalls zu diesen Dingern passen. Aber die Frage ist nur, wer. Oh, wir. Stimmt, wir haben uns ein Remake vom Löwen geholt. Ich denke, wir machen so ein Königreich der Raubkatzen. Wo das Männchen aber nicht so direkt der König davon ist. Das heißt, sie bekommen jetzt 6 Weibchen.